ich bin hier mit dem. So, dann reagieren wir heute mal auf Richard Mille, Preise erwarten mit Montana Black und Memo. Memo mit 5 O. Memo und dem Marcel. Der Mark. Und heute haben wir ein altbekanntes Format und zwar Preise erraten. raten. Mit Montana Black und Memo. Gleich mal erraten, was das Ganze denn so im Einzelnen ist. Schauen wir mal. Iced out. Ganz, ganz besonderes Setting, das unterscheidet sich von den normalen Datejust-Modellen. Und zwar nennt man das hier Flower Setting, das heißt, in jedem Zwischenraum von jedem Stein ist ein anderer Stein gesetzt worden. Und das ist jetzt okay. Oak. Schaut schon geil aus. Da erkennst du ja schon. Wir haben auch hier ein Baguette. Obwohl es halt voll goldene Rolex halt auch geil ist. Die von Memo ist schön, die Toner, was er hat. Stahl, weiß, die habe ich auch. Super. Die wird 40.000 kosten. 40, also 45.000. Ein bisschen auffälliger, also man sieht ja auch, dass es ziemlich glitzert. In der Regel nimmt man halt, ja, die S-Steine, ist halt echt der Rapper. Sehr, sehr klein sind, damit mehr Licht reflektiert wird. Und hier sind halt auch die Seiten besetzt. Der Mark ist immer gut aussehen. Meine Frage wäre jetzt, was wir wirklich wenn sagen. Ihr beide schätzen würdet, was wäre der Verkaufspreis von so einer Uhr? Monte Jogger natürlich am Start. Moncler. Geil. Ist gut. Also das Basismodell, ist gut. Lampe ohne alles liegt circa bei 21.000 Euro. Was hast du gesagt? 40.000 Euro. Was? 50 Steine? Ahnung, also das ist also diese Art von Setting, da hat man verwendet circa 22 Karat an Steine und man ist dann bei einem Preis im Verkauf bei knapp 50.000 Euro. Boah. 50er für die Uhr. Schon krass. Aber das ist doch schon. Also ist aber ist es doch das nicht wert. Also jetzt im Sinne von, ja, wenn das Basismodell 20 kostet, ja. Und du brauchst die Steine rein, dann wirst du niemals für das Geld wenn du das bezahlst. Also man muss, denke ich, schon mit dem Wertverlust von 10 bis 15 Euro. Also man hat halt. Ja, also genau, man hat halt die Möglichkeit, auch ein günstigeres Setting zu wählen. Dann wäre man vielleicht so 7.000 Euro niedriger. Das ist jetzt das beste Setting, was man machen kann. Am Ende sieht es halt auch am besten aus. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die nach wie vor in ist. Aber die besser, die einfach schon in der Hütte nehmen können, verkauft werden. Die sind auch als einzelnes. Das ist ja nur was wert auf der Uhr. So sind die Steine halt Schmutz. Mit einem Parfum. Und zwar, das ist der kommerziellste Duft, den ich heute mit dabei habe. Das heißt, der öffnet sich den meisten Leuten. Boah, mit Parfüm kenne ich mir null aus. So, das Ganze heißt Hayat von Kemi. Das ist ein Parfümhaus, der sich arabisch inspirierte Düfte hat. Ist auch übrigens sehr, sehr schön. Ja. Das wird sehr, sehr hochwertig. Splittergranaten. 100 Milliliter. Und hier ist einmal der Duft. Ich lese mal dazu die Duftbeschreibung vor. Also, wir haben hier Bitterorange, Lavendel, Safran. Das ist eine Pannerei. Oder nein, das ist ein Aquanaut, was der Markt dran hat. Das sind so, ist der Mix aus dem. Riechst du was? Riecht nicht schlecht. Das, weißt du, wie ich finde, wie das riecht? Wie Rindenmulch. Rindenmulch. Der grüne Daumen. Okay, und klar. Das werden wir gleich noch bis ans Maximum bringen. Es wird gleich sehr interessant. Aber wir sollen jetzt herausfinden, was das kostet. Genau, das ist jetzt ein Duft, der 100 Milliliter ohne Parfum, das heißt, der Duftanteil 300 Euro. Sehr kleine Stückzahlen, wenn nicht so viele von denen produziert. Was würdest du sagen, was das kostet? Schwierig. Na. Okay. 340 Euro ist richtig. Boah, da war ich knapp. Szene vorbei. Erst bei Sido letztens richtig verkackt, jetzt macht Memo auch noch. Kann man gar nicht sagen. Der Richard Mill. Richard Mill. Die Uhr? So, als nächstes.
haben wir hier ein Modell der Marke Richard Mille. Das ist die RM1103. Ja, das ist ein Chronograph mit einem Jahreskalender. Kind muss hier nur raus. Schaut irgendwie schon geil aus, aber was halt das Babyblei-Bundle, das ist ja nicht so geil. Mit dem Schwarzen ist schon schöner. Rosigold. 200.000. Total. Halbes Kilo. Ich denke mal, die bringt auf die Waage 290 Gramm. Na gut, Pfund. Wahrscheinlich war der Schwerpunkt, aber auch hier. Ja, wenn man die in der Hand hat, dann ist ich weiß nicht, das ist, hast du 200.000 Euro oder so. Und dann hast du so ein Plastikbundle da, so ein Kunststoffbundle, eigentlich schon krass. Du kriegst halt so feine schöne Uhren, die ist zwar schön, aber du kriegst halt, kannst du Daytona kaufen, eine Pepsi, du kriegst fünf schöne andere Uhren, also die. Genau, jetzt haben wir sechs, die Daytona, die wo der Memo hat. Die Stahl, die ist richtig schön. Die habe ich immer weißen Ziffernblatt, die ist richtig top. Schöne Uhr. Und die hat es preis noch. Die kriegst du für 16.000, 17.000 Euro. Im Gegensatz zu den neuen Keramikmodellen ist halt das doch noch eine andere Preisklasse. Wo du 25.000 Euro für eine Daytona zahlst, das ist ja ihr. Das ist doppelt die vom Listenpreis. Krass, so mit der Sprache. Ah ja, liken. Abonnieren. Richard Mille ist eigentlich dafür bekannt, dass der Marketing halt sehr ausgeklügelt ist. Die verkaufen nur an Platz 1 drin. Royal Uhr. Englisch ist am Start. Alter, da hat er wieder eingekauft, da hinten. Da sehe ich schon wieder lauter Quantling. Auf beiden Seiten. Farfetch Shopping. Das musst du dir echt ablesen, das kannst du dir nicht merken. Schön die Flasche ist gut. Dieser Blauton, das sieht wunderschön aus, die Flasche. Also entweder mag man den Duft oder man findet ihn. Ja, the most hated merch. Er zelebriert Vergnügen am Wortspiel und an ein Lexikon wäre stolz auf mich. Ja, 400 für die Bottle. Die dem Leben Farbe geben, oder? Und schreiben mit einer ebenso modernen wie zeitlosen Poesie. Eine Fusion visueller künstlerischer und literarischer Impulse, die auf eine originelle Weise interpretiert werden und super ihren Ausdruck. Genau so rückt's. Ich finde den ersten Moment angenehm, aber danach wird es für mich auch ehrlich wieder so ein bisschen verschimmelt. Also der entwickelt sich auf der Bord ganz extrem. Auf dem Wasserpapier gefällt mir überhaupt nicht, aber an mir gefällt mir. Nein, das stimmt. Das Parfüm auf der Haut, das riecht ganz anders und das riecht dann nicht bei jedem Menschen gleich. Das kommt echt da immer darauf, wo wir. Ein Mensch von Grund auf riecht. Lustigerweise ist diese Zelte Blue-Label die etwas günstigere Variante, die hat 290 Euro. Nach 300 Euro für Parfüm, das ist echt krass. Ich weiß nicht, im ersten Moment, ja, aber der Nachgeruch ist halt so komisch abgehend. Und wenn du sagst, dann gibt es ja auch die schönste Flasche, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Der Picasso unter den Flaschen. Schon Kunst. Ja, also das ist ein italienisches Performance-Zeichen, meine Lieblingsmarke. Und mit die besten der Welt. Der Goldstich hier oben. Das kriegst du nicht beim DM oder Müller. Ja, aber nicht mit diesem Rauch, das hat die Müller. Ja, Schnapper. Panerai Aquanaut. Patek. Aquanaut. Boah, Schnapper.
kommen. Sehr viele Fußballtrainer mögen die Uhr, es ist ein sehr sportliches Modell. Was ist die Stahl oder weiß Gott? Die werden 30 gekostet. Also man kann diese Uhr beispielsweise, das ist jetzt die Stahlvariante, die kriegt man bei Patek für 17.900 €. Und bei mir wird es 30 €. Stupid, die für Listenpreis, das ist so krass. Dann wird es die Weißgürze. Unmöglich. Ja, dann kostet 60. Zwischen 50 und 60, 55. Weil die wird ungefähr knapp über 30 gekostet, wenn es Weißgold ist. Dann 60. Boah! Für Monte ist es eigentlich bloß interessant, weil er Spiel verkackt hat. Nicht, weil die scheiß Uhr da ist. Ja, zwei Plastikbundle. Super. Zwei Kunststoffbundle. Das ist keine Uhr vom Kaugummi-Automaten. Aber so schaut es halt aus mit dem Plastikbundle. Ja, das tust du da einmal und dann bist du draußen. Die Uhr immer kaufen, die ist auch so verfügbar bei einigen bekannten großen Händlern, aber du musst dann halt einen Kompensationskauf leisten. Das heißt, die sagen dann, okay, wenn du die Uhr haben möchtest, musst du dann nochmal halt für die Differenz nochmal Schmuck oder irgendwas anderes oder Breitgewinde kaufen. Als nächstes haben wir weiter mit. Öl, das gibt es von verschiedenen Firmen. Puh. Setzt sich eigentlich daraus zusammen, oder der Preis hat immer was damit zu tun, wie alt das Ud denn war. Also wir haben jetzt hier einfach nur in einer Ölform halt den Duft als solches. Ne? Das gibt es jetzt auch hier zum Beispiel von Sertschow. Sieht aus wie eine Probe von Douglas. Sieht aus wie eine Probe, ja. Der Preis leider ist nicht für eine Probe. Eine Probe. Und wir haben jetzt hier sehr, sehr altes Ud aus Indien. Das ist über 10 Jahre alt. Bah, also das kostet Hartkaffee sicher. Der ältere Baum, der wurde dann gefällt und dann hat man halt gesehen, okay, der ist von diesem Pilz gefallen. Und dann macht man daraus halt nicht. Nein, das, also damit der Geruch zustande kommt, hat man halt diese diesen Baumstamm. Und wenn man das verbrennt, dann kommt man wirklich. Achso, wie sie extrahieren. Ja, sag mir nicht zu. Würdest du das privat tragen? Ja, das ist mein Vorrat. Ernsthaft? Das kauft normal kein Mensch, weil das so toll ist. Das ist ein sehr animalischer Geruch, würde ich mal sagen. Das, wie lange braucht er denn? Moschus. Ja, so 20, 30 Minuten. Okay. Das ist wie Wein, wenn der zirkt. Also, ist eine ländliche Luft. Das kaufst, wenn du in der Stadt wohnst, dass die Landluft riechst. Ah. Na, das klang nie. 500, 600, 500, 600.
Na. Nein, wir sind hier bei 900 Euro. Boah. Ich hab Punkt für mich. Nein, also das, sowas hier liegt zwischen 900 Euro und ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, es geht auch hoch bis 2000 Euro. Und das kann ich nicht ganz glauben. Das wird ein Markt, der würde es nicht glauben kann, wie in einem VGA Gameboy Set für 5000. Brutal, das kannst du dir vorstellen, Taui für so Parfüm. Das ist ja brutal. Parfüm? 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 Nein, also, nein, also das. Parfüm einfach, so gut. Parfüm? Am Ende das am Ende. Parfüm? Parfüm? Nein, Parfüm. Ja? Parfüm? 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 Ja, genau. Parfüm? Le Parfüm? Auf jeden Fall, das, auch dein Horizont hat sich dadurch ein bisschen erweitert, das ist wirklich was. Mhm. Das wäre jetzt nichts für dich. Also mit dir Hocker da ein Parfüm, ja, schön gut, wenn es gut rühren. Aber das ist ja brutal. Das kann auch nicht, das ist ein Warsteiner. Das ist, also na, Warsteiner ist es nicht. 900 Euro. Ich habe jetzt schon Verhältnis zu Geld manchmal bei Sachen verloren, Klamotten. Aber das ist ja. Das ist ja. Das war mein Grund. Das. Nein, da hat man schon, sagt man schon. Das sieht aus wie eine Samenprobe für 900 Euro. Er ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Zu krass. Zu wild. Zu wild. Most hated merch. So krass. Ach so. Okay. Das gibt eine gute Base. Ja, was ist Konzei? Das ist wie wenn man einen Shampoos mit Red Bull mischt. Das ist auch gut, die Basis. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Schaut auch bei den Links vorbei, ich finde alles. Genauso ist da ungefähr. Servus, Benoit.